Hallo Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Grandia 2 Anniversary Edition. Ja, in der letzten Episode haben wir diese Untergrundfabrik gefunden, die ja verdächtig genauso aussieht oder verdächtig aussieht wie die, die unter Rowans Königreich war. Und hier können wir angeblich... Oh, eine Falle. Was ist denn das? Schlangen mit einem sehr lauten Ton auf den Ohren. Okay, Naga Queen. Okay, die Naga. Das kennt man ja, wenn man sich ein bisschen mit griechischer Mythologie zurückfasst. Tornados können wir eigentlich mal ausprobieren. Ja, am besten jetzt, Tio, jetzt! Gut, gut, gut. Ah, okay. Ah, das sieht ein bisschen aus wie... Ja, wie... Ah, nee, doch, ein bisschen anders. Wow! Okay. Ja, da haben sie sich ein bisschen die Animation geliehen. Von Tornado. Wow. Cool. Ah ja, und es hat sie wirklich geblockt. Interessant. Ey, und da draußen... Der gute... Speicherpunkt ist, würde ich sagen. Hauen wir gleich mal alles raus, was wir haben. White Apocalypse. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Falls ich es noch nicht gesagt habe. Ich vergesse das immer. Das ist so peinlich. Okay, was machen diese Schlangen hier? Das frage ich mich jetzt natürlich. Ja, die Naga kommen natürlich auch in World of Warcraft vor und so weiter. Die haben sich natürlich da inspirieren lassen. Von der einen oder anderen mythologischen Strömung. Okay. Zeig sie, Brüder. Los! Zeigen wir dir mal, was wir hier gelernt haben. Auf unserer Reise. Boah, die stecken aber ganz schön was ein, muss man sagen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Jetzt nicht mitgerechnet. So, die da hinten bereitet irgendwas vor. Ja, du. Freezing Eye, das kannst du... Das kannst du dir gleich mal abschminken. Das machst du nicht. Aber die andere wird jetzt leider angreifen können. Ja, aber das ist dann noch... Die sehen ja auch aus wie ein missglücktes Experiment. Okay, die hat noch 3000. Die müssen wir auch zuerst erledigen. Die hat eine ganz hohe Schatzwahrscheinlichkeit. Drei Stück, das ist echt heftig. Ja, du willst mich angreifen, was? Das wirst du aber nicht machen. So viel ist mir der Schatz dann auch nicht wert. Die Frage ist, was wirkt bei denen gut? Wir haben noch keine Zauber gemacht. Blizzard Edge. Aha, alles klar, danke für die Information. Fiora. Ah nein, ich wollte gerade Zauber machen. Bitte nicht. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Fiora verhindert ja, dass wir Magie machen. Ah nee, Spezialbewegung. Okay, das interessiert mich nicht. Wenn ihr nämlich Eiszauber macht, dann habt ihr es bestimmt nicht so mit Feuer. Ja, dann können wir die eine nämlich schon... Denke ich, fast abschreiben. Genau, die hat jetzt noch 1000. Dass wir ein bisschen empfindlich sind gegen Feuer. Dann müsste das doch eigentlich ganz gut funktionieren. Mann, jetzt kämpfen wir wieder sehr viel, ja? In den letzten Folgen, muss ich sagen. Jetzt haben wir wieder nicht so viel Story gehabt, nachdem wir Mariks Dorf verlassen haben. Ich hoffe jetzt aber, das hier sind keine Standardgegner. Das wäre natürlich richtig heftig. Okay, die kriegen wir aber. Ich denke, die kriegen wir jetzt platt in dieser Runde. Wenn wir es geschickt anstellen. Oh, was? Noch ein Mana-Eck? Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, wie viel hat die Route noch? 1900. Ja, können wir ja mal ausprobieren. Ja, da ist es. Boom. Davon gibt es noch eine andere Variante. Oh, das macht ganz gut Schaden. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Nein. Tut mir leid. Du bist so gut wie... tot. Sehr schön. Star Egg. Okay. Noch ein Mana Egg. Weiß ich ja gar nicht. Gerade natürlich super viele Punkte ausgegeben. Schön, dass man mir das vorher sagt. So, wir speichern gleich mal. Einmal recovern und speichern. Dann sparen wir uns nämlich die Heilung. Was hat das hier mit auf sich? Ah, dieser Roboter ist hier wieder irgendwo. Okay. Ah, apropos, wartet mal. Da war doch... Irgendwo war doch auf dieser Seite... Hier war doch irgendwo... So eine Rüstung. Wenn ich mich hier recht entsinne. Genau da. Nicht, dass wir die jetzt verpassen. Die möchte ich nämlich auf jeden Fall mitnehmen. Weil wer hier so eine Hochtechnologie...
gisierte Zivilisation hatte, der wird ja auch gute Rüstung bauen. Nehme ich zumindest mal an. Okay, ich nehme an, diese Strahlen sind böse. Ja, die klingen zumindest böse. Stopp. Stopp. Ja, hier ist sie, die Rüstung. Halo Armor. Alles klar, Halo 5. So, schauen wir mal, was die so kann. Ah, okay, ist gegen Blitze. Sehr gut. Kann auch der gute Marek unsere Dark Armor anziehen. Kann der auch wieder mehr Punkte... Ah, warte mal. Nein, lass mal das mal falsch. Ja, warte, erstmal der Marek. Du ziehst wieder die Drachenweste an. Und du ziehst... Ja, du ziehst die Dark Armor an. Nämlich... Ich muss ja gestehen, dass ich die Fähigkeiten von der Tio sehr oft einsetze. Besonders dieses... Zack. Und zack. Besonders diese... Diese Lotus-Attacke. Okay, da ist der Kontrollraum. Aber wir gucken natürlich nochmal auf der anderen Seite. Okay, hier ist die Taktung ein bisschen anders. Okay, hier können wir uns noch ein paar... Mystic Potion. Ein mystischer Trank. Okay. Ja, okay, das ist jetzt hier nicht so schlimm. Okay. Gehen wir mal in den Kontrollraum. Vielleicht können wir da ja schon diese... Noch eine Tio. Das ist der Kern von Demon's Law. Oh, Tatsache, das ist eine Tio. Dunkle Soldaten, zerstört das heilige Schwert. Ihr müsst Varma freisetzen. Folgt den Befehlen der letzten Einheit. Nein, das werde ich nicht. Ich komme, um das Schwert ja zurückzugewinnen. Ich werde mit dem Grana Saber gehen. Ja, you are out of line. Also du handelst gegen die Befehle, Automata. Wenn ich, dein Commander, dir Befehle gebe, dann hast du sie zu befolgen. Ansonsten bist du defekt. Ich bin mein eigener Meister. Und dein Meister existiert nicht länger. Die Befehle sind null und nichtig. Ich will nicht kämpfen. Ich werde nicht kämpfen. Ich verstehe nicht. Controller benötigt Reparatur. Oh, nein! Nein, geh nicht in mich. Tio ist nicht länger eine Marionette. Hör auf damit. Reparatur complete. Komplett. Eliminiere Bedrohung. Tio. Halt, Tio. Wir sind deine Freunde. Deine Aktionen brauchen ja nicht... Wir dürfen nicht von anderen bestimmt werden. Hey, ich hab gar nicht gedrückt. Marek? Ja, ich bin mein eigener Meister. Marek, ich werde nicht gegen dich kämpfen. Warum ignorierst du die Befehle? Wir existieren nur, um Befehle zu befolgen. Einheit Tio 124 ist beschädigt. Ja, Decommission, also dass sie auseinandergenommen wird, wird bestätigt. Okay, jetzt kämpfen wir gegen Tio. Also gegen eine Tio. Boah, das ist ja irgendwie ein bisschen creepy. Oh, sie ist fix. Ah, Lotus Flower, hallo, das kennen wir. Ja, tut mir leid, wir haben eine Tio in unserem Team. Wir kennen alle deine Möglichkeiten. Legendary Attack. Nein, ich würde sagen, wir denken wieder langfristig. Nein. Den Angriff wird sie gleich auch nicht starten. Boah, die sind wirklich fix. Aber ihr seid leider nicht fix genug. Aber irgendwie auch creepy, dass sie jetzt... Ja, dass wir jetzt gegen eine Tier... Wow, und die hat halt HP ohne Ende. Okay, sie ändert scheinbar auch immer wieder ihre Strategie, je nachdem, wie wir angreifen. Okay. Aber wir können sie es nicht abhalten. Sie ist einfach zu schnell. Ja. Okay, sie ist aber... Okay, sie ist schwächer als unsere, Tio. Sie ist schwächer als unsere. Ich weiß nicht, ist das sinnvoll? Sie muss ja jetzt schon überlegen. Nee, wir spielen mal weiter auf lange Frist.
Ja. Also sie hat relativ viele HP. Das heißt, der Kampf wird eine Weile dauern. Guck, boah, wie viel hat sie denn? Das ist doch unglaublich. Ich dachte eigentlich auch, das Wow geht auf alle. Nicht auf sie, aber gut. Ja, wir richten uns wirklich auf einen Langkampf ein. Okay. Das läuft sehr schnell. Aber jetzt können wir das mal einsetzen. Das haben wir, glaube ich, auch noch nicht, das Word of Life. Muss ich sie bloß davon abhalten, dass sie angreift. Aber nein. Ja, jetzt könnt ihr das auch mal sehen. Ich glaube, das haben wir noch nicht gesehen. Das ist nämlich Elinas zweite Fähigkeit. Schaut mal. Wow. Und schaut, was passiert. Wir sind wieder komplett voll. Das ist doch sehr cool. Und ich weiß gar nicht, ob es erweckt, glaube ich, auch tote Kameraden zum Leben. Das heißt, falls ihr mal... Ja, wie soll ich sagen? Falls ihr mal in einer Situation seid, wo zwei von euren Charakteren tot sind, dann könnt ihr mit dieser Fähigkeit noch alles ziemlich rumreißen. Okay, die Tio ist jetzt auf jeden Fall gepusht. Und wir versuchen natürlich erstmal... sie vom Handeln so gut wie möglich abzuhalten. Boah, dieser Kampf wird ewig dauern. Aber solange sie... Ah, ist übrigens interessant. Ja, jetzt denkt sie wieder wahrscheinlich, für Judas, das ist die größte Bedrohung. So, wo wir die Tio so ein bisschen gepusht haben. Gucken wir mal, was wir können. Ja, übrigens interessant. Sie braucht auch ein bisschen länger. Ah, Tornado. Oh. Was ich... Jetzt muss ich auch mal auf den Punkt kommen. Nein. Wenn die Tio im Command ist, auch diese andere Tio, dann braucht sie immer ein paar Sekunden, bis sie den Befehl ausführt. Das haben die anderen Charaktere nicht. Das ist interessant. Oh, oh! Ja, und ich habe natürlich Droplets of Life schon benutzt. Das war sehr, sehr klug. Ja, jetzt. Kämpf gegen dein Spiegelbild, Tio. Okay, 1500, das ist okay. Ah, okay, sie hat gar keinen All-Heal. Dann müssen wir das anders machen. Aber du hast All-Heal, oder? Ja, All-Healer. Ah, Tio, du musst... Tio, sag ich schon. Hey! Elina, du musst schneller sein. Okay, das müsste ja funktionieren. Dann ist er auf jeden Fall wieder voll. Jetzt greift sie scheinbar Elina an. Aber wir sind da vorne. Okay. Wir müssen sehr aufmerksam sein. Ich muss mich etwas mehr anstrengen. Ah, sehr gut. Bin schon ausgewichen. Was dafür spricht, weiter diese Strategie zu fahren. Unsere Ausweichfertigkeiten zu erhöhen. Ja, und jetzt habt ihr auch mal gesehen, dadurch, dass der... Okay, wir müssen echt aufpassen. Dadurch, dass der gute Ryudo jetzt einmal gestorben ist... Wir haben ja auch noch andere Möglichkeiten. Gerade überlegt, nur zu schlagen ist wahrscheinlich so eine Sache. Ja, wir müssen sie jetzt erstmal lange genug raushalten. Ich muss sie lang genug blocken, bis Marek wieder dran ist. Wollen wir das mal versuchen? Das ist zwar ein bisschen risikoreich. Wow, ist ja cool. Vielleicht funktioniert es ja bei ihr, ich kann es mir nicht vorstellen. Und? Nein. Funktioniert leider nicht. Okay. Oh, hier bitte. Oh, Schwein gehabt. Obwohl, jetzt hätte sie wahrscheinlich eh den Ryudo getroffen. Der eh voll ist. Aber das wird, glaube ich, auch noch gar nicht richtig reichen. Wir könnten eigentlich noch ein bisschen mehr gebrauchen. Nein. Sehr gut. Das war sehr gut getimt. Okay. Gut, die Elina sieht nicht so toll aus. Der Rest ist doch nicht so schlecht. Man muss auch sagen, solange sie jetzt mit normalen Angriffen kommt, ist das ja nicht so schlimm. Wir haben ja diesen Runner. Das heißt, wir können diesen Fähigkeiten relativ gut ausweichen. So viel dazu. Wir können ihn gut ausweichen. Okay, warte mal. Du hast doch auch All-Heal, oder? All-Healer. Ja, sogar auf Maximum. Warte mal, du nimmst noch eine... Die Wundsort.
müssen wir doch jetzt wieder ungefähr bei null sein. Den Segen! Hm. Das ist ja... Also, dieser Kampf wird sehr lange dauern. Mamoru. Mamoru? Okay. Ist Mamoru nicht eine Farbe? Ja, die Wunst hat? Genau, jetzt müsstest du wieder voll sein. Das wollte ich nämlich erreichen. Okay. Nein. Und du planst. Am schlimmsten ist ja wirklich dieser Wirbelwind, den wir jetzt auch vor kurzem gesehen haben. Ja, normaler Angriff, sehr schön. Dann fehlt sie nämlich immer mindestens einmal. Nee, warte mal, wir machen mal. Ich will mir dieses eine Mal noch aufsparen, wo ich das machen kann. So. Jetzt zeigen wir doch mal, was wir so können. Zap! Oh, wieso blinkt das so? Ja, der Kampf ist noch härter, als ich dachte. Jetzt haben wir ja auch irgendwie 3 Zwischenkämpfe gehabt oder so. Einmal gegen diesen riesigen Minotaurus, dann gegen diese 2 Schlangen. Jetzt gegen Tio. Ah, okay, 2000. Das ist nicht schlecht. Genau, halt jetzt immer ein bisschen auf. Okay, sie ist aber noch nicht im Angriffsmodus. Das ist immer so eine Sache. Ich würde sie immer lieber erst gern dann mit diesem Spezialangriff hier treffen, wenn sie schon das Kommando quasi eingegeben hat. Weil dann ist sie verwundbarer. Okay, das ist nicht so schlimm. Nein. Warte mal kurz. Es ist vielleicht ein bisschen absurd, aber... Ah nee, warte mal, wir heilen lieber gleich. Die Rüde kriegt ja jetzt ein bisschen... auf die Mütze. So. Genau, das ist, damit ist es gleich wieder... gleich 0. So, weitest wieder sehr on vor. Ja. Leute, so müsst ihr doch eigentlich reden. Ich weiß jetzt gar nicht noch, was ich sagen soll. Ich glaube, so solche langen Kämpfe hatten wir noch gar nicht. Obwohl, gegen den Melfas, das ging auch relativ lang. Oder gegen die Clown zum Beispiel, da war es glaube ich auch. Obwohl wir ja jetzt ja sagen müssen, sie scheint ja nur so eine normale Soldatin hier zu sein, diese Tier. Und überlegt mal, wie viele davon draußen waren. Wir kämpfen hier nur gegen eine und haben schon unsere Problemchen. Nein, ich möchte gar nicht, dass du... Genau, ich halte sie noch ein bisschen auf. Tio, ja, ich muss mal aufpassen. Wie gesagt, ich habe immer am liebsten noch ein bisschen in der Hinterhand. Falls dann doch mal eine kritische Situation kommt, wo wir dann sehr schnell eingreifen müssen. Zum Beispiel wie jetzt. Ah, nein, es ist schon vorbei. 5000 hat sie noch. Der Mario kann sich selber heilen. Nein, du machst wieder... Wir könnten ja mal versuchen, ob andere Sachen mehr Schaden machen. Obwohl ich mir halt vorstellen kann, dadurch, dass sie eine Maschine ist, ist Blitz halt sehr gut, ja? Wir können ruhig mal Feuer machen. Wir hier in unserem Bohrkubus. Jetzt bin ich mal gespannt, aber ich denke mal, Sepp wird besser funktionieren. Das ist ja auch unser Gefühl. Und... wie gesagt, immer auf 1 zu geben, ist den Schaden eigentlich exponentiell... Nein, Sepp wäre immer noch besser. Okay, jetzt ist unsere Tio dran. Nein, heben wir uns auf. 2500 an. Die können ja auch alle mehrfach zuschlagen. Ja, komm. Ah, nein, Marek, genau. Ich schlag sie. Weil jetzt können wir sie, denke ich, erledigen. Entweder die gute Elina macht das, aber ich glaube es eher nicht. Ja, genau, der gute Ryudo muss nochmal ran. So, komm, Ryudo. Ja, sehr schön. Wow. Wie viel HP hat die gehabt? Mein Gott. Ah, Baylor. Eine neue Waffe für Tio. Wow. Und wir werden mit Punkten zugeschmissen. Tio. Es ist ein Befehl. Zerstöre das Licht Finsternis. Es tut mir leid. Du hast nur deine Befehle befolgt. So wie ich es einst tat. Aber du würdest mich nicht verstehen. Ich werde nicht gegen dich kämpfen. Ich habe nicht gegen dich gekämpft. Zerstöre Lichtbefehl. Puh. Gute Reise. Ja, das ist das Kontrollpanel von Demon's Lore.
zerstöre es und dieser Wind wird aufhören. Okay, dann machen wir das doch gleich mal. Okay, dann los. Oh. Okay, einfach nur diesen Ding zerschlagen. Okay. Ja, alle Ressourcen, die die Legion der Finsternis zur Verfügung hatte, sind jetzt aus. Okay, der Grunner Saber wird deaktiviert sein. Ah, der Grunner Saber hat diese beschützende Windbarriere abgeschaltet. Okay, das heißt, wir können da jetzt hingehen. Wow, das war hier also Demon's Lore war quasi der Ort der Minibosse, kann man sagen. Wir haben ja noch ein paar coole Sachen bekommen. Und die, zum Glück sind wir diesmal hier nicht so unter Druck und müssen hier in 5 Sekunden rausgehen. Ah, stimmt. Sieht ja, dieses Ding ist jetzt auch aus. Hm, okay. Dann speichern wir gleich nochmal. Ja, und Leute, ich sehe schon wieder, oh mein Gott, die Zeit ist schon wieder rum. Jetzt haben wir fast eine ganze Folge, sogar genau eine Folge, für den Kampf gegen die gegen Tios Spiegelbild verbracht. Ja, was sagt ihr dazu? Jetzt haben wir ein bisschen mehr über Tio rausgefunden. Ja, das ist mal eine interessante Frage. Was denkt ihr eigentlich? Wer ist eigentlich euer Lieblingscharakter? Also ist es der Ryudo, ist es die Ilina oder doch vielleicht eher Melania oder die Tio? Hm, die sind ja, haben ja alle irgendwie sympathische... Ja, sympathische Züge. Schreibt es mal in die Kommentare. Wir sehen uns auf jeden Fall, wenn ihr möchtet, in der nächsten Folge von Grandia 2 Anniversary Edition. Wie immer danke ich euch für eure Kommentare. Danke euch natürlich fürs Zusehen und danke euch für euren Daumen nach oben. Ihr wisst, das freut mich immer sehr. Ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Grandia 2. Bis dahin. Tschüss.